Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Ostwestforum Gut Göderitz, sehr geehrter Herr Reuter, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstandes unseres Bürgervereins begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu einer neuen Veranstaltung in unserer monatlichen Samstagabendreihe, die heute ausnahmsweise an einem Freitag stattfindet und dafür eine Stunde später beginnt. Aber wir fangen heute mit einem kurzen Vorprogramm an. Unser Bürgerverein eröffnet eine neue Kunstausstellung. Es ist unsere 28. Ihr Titel Kunstgedanken, Zeitgedanken. Es ist eine Doppelausstellung. Frau Elena Burgschepard zeigt uns fotomalerische Arbeiten. Herr Wolfgang Weber stellt Handzeichnungen aus. Herr Weber ist der Vater von Frau Burgschepard. Frau Weber, eine Ausstellungsgestalterin, hat Auswahl und Anordnung der Arbeiten ihres Mannes und ihrer Tochter beraten. Alle drei kennen das Ost-West-Forum Gut Göderitz, sind seinen Zielen verbunden. Alle drei sind heute aus Berlin angereist. Wir heißen alle drei in unserer Mitte ganz herzlich willkommen. Kunstgedanken, Zeitgedanken. Dieser von den Künstlern gewählte Titel der Ausstellung deutet darauf hin, dass hier zwei Mitbürger, zwei verantwortungsbewusste Mitbürger sich Gedanken machen über unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unser Leben. Und weil diese beiden Mitbürger zugleich bildende Künstler sind, drücken sie ihre Gedanken in künstlerischer Art und Weise aus in Form von Bildern. Eine solche Haltung ist das Gegenteil von La pour la. Eine solche Haltung verlangt aber von uns, den Bildbetrachtern, möglichst genau dem nachzuspüren, rational und emotional, was denn die Künstler für Ansichten äußern über unsere Zeit, unsere Gesellschaft, über unser Leben. Und dann haben wir die Chance, damit unsere eigenen Zeitgedanken zu vergleichen. Und im Ergebnis dieses Vergleichs könnten unterschiedliche Resultate herauskommen. Das kann Zustimmung sein, Bekräftigung, vielleicht auch Zweifel, vielleicht auch Widerspruch. Probieren wir es einfach aus. Wolfgang Weber, Jahrgang 1937, er ist in Plauen im Vogtland geboren, hat Dekorationsmaler gelernt, zunächst in diesem Beruf auch gearbeitet, parallel in Zwickau eine Mal- und Zeichenschule besucht. Dann kam ein dreijähriges Fachschulstudium zum Farbgestalter und Designer. Das sich anschließende fünfjährige Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee hat Wolfgang Weber als Diplomkeramiker abgeschlossen. Seit 1967 lebt und arbeitet er freischaffend in Berlin. Seine Haupttätigkeitsfelder sind keramische Plastiken, baugebundene Arbeiten, Zeichnungen, Kunstkonzeptionen. Wolfgang Weber gehört dem Verband Bildender Künstler Berlins an, dem Verband Deutscher Designer, und er ist Vorstandsmitglied in der Société Sartre, der Sartre-Gesellschaft Deutschland. Ich habe Wolfgang Weber in den Gesprächen zur Vorbereitung dieser Ausstellung als einen philosophischen Kopf kennengelernt, einen kritischen Mitbürger, einen eigenwilligen Künstler. Seine Ansicht über Kunst und Kunstrezeption formuliert er so: Schon immer und überall ist die bildende Kunst ein beliebig einzusetzender Dienstleistungsgegenstand. Für den Künstler ist sie aber zuerst eine Form, die Gegebenheiten des Lebens in neuen Zusammenhängen zu sehen. Die Betrachter geben dann ihre Gedanken und Gefühle dazu. Erst dann ist die künstlerische Arbeit existent und gehört beiden, dem Künstler und dem Betrachter. Also Wolfgang Weber ist der neutrale, passive Verweiler vor seinen Bildern nicht das Entscheidende. Viel wichtiger sind ihm die nachdenklichen, kritischen Betrachter und Diskussionspartner. Er hat mir gesagt, dass er wegen des kritischen, aufgeschlossenen, tiefschürfenden Diskussionspublikums hier besonders gern in Göderitz ausstellt. Er präsentiert sich uns heute mit Handzeichnungen. Die Stammbesucher unter Ihnen wissen, es ist bereits unsere dritte Ausstellung mit dieser doch etwas selten gewordenen bildkünstlerischen Technik. Doris Tietze hatte mit dem Zeichenstift in der Hand in sehr großformatigen, sehr abstrakten Bildern den Grundformen in unserer unendlichen gegenständlichen Wirklichkeit nachgespürt und diese Grundformen hatte sie gefunden im Kreis, im Dreieck, in der Spirale. Jede einzelne Linie war wichtig, auch das einzelne Haar warf seinen Schatten, hatten wir formuliert. Bei Hans-Jürgen Reichelt kam zur Linie die Schraffur dazu. In seinen sehr gegenständlichen Bildern
konnten wir aber erleben, dass Kunst nicht einfach das Sichtbare wiedergibt, sondern dass Kunst etwas sichtbar macht. In den Handzeichnungen von Wolfgang Weber nun finden wir beide Positionen wieder. Wir lernen einen Meister der Linie und der Schraffur kennen. Und dass Wolfgang Weber nicht einfach das Sichtbare wiedergibt, ich glaube, das fällt jedem von uns auf den ersten Blick auf. Aber was macht Wolfgang Weber sichtbar? Da muss man wahrscheinlich genauer hinschauen, tiefer nachdenken und wahrscheinlich macht er für unterschiedliche Betrachter unterschiedliche sichtbar. Eine Selbstauskunft des Künstlers kann uns den Zugang zu seinen Arbeiten erleichtern. Wolfgang Weber schreibt: Der menschliche Körper ist der Hauptgegenstand meiner künstlerischen Arbeit. Hauptsächlich aus soziologischer und philosophischer Sicht und aus der heutigen Zeit ergeben sich die Themen der Zeichnungen. Sinngemäß heißt es bei dem französischen Philosophen Jean-Paul Sartre: Der menschliche Körper ist weder Ding noch reines Bewusstsein, er ist etwas, was wir nicht haben, sondern sind. Existenzielle Fragestellungen bestimmen deshalb die Grundlagen meiner Arbeit. Nachdem der Betrachter seinen Teil der Wahrnehmung zu meinen Arbeiten dazugegeben hat, sollte er mehr Fragen an sich selbst haben gegenüber dem Zeitpunkt, bevor er die Arbeiten gesehen hat. Soweit der Künstler. Wir merken schon, Wolfgang Weber mutet den Betrachtern seiner Bilder eine Menge zu. Und vor allen Dingen, er traut ihnen eine Menge zu. Lassen Sie mich einfach den Versuch machen, an zwei seiner Arbeiten meine Wahrnehmung dazu zu tun. Also meine ganz subjektive Sicht, meine ganz subjektive Deutung. Ich nehme als erstes Beispiel diese drei Arbeiten an der roten Wand links, die zusammengehören, ein Triptychon. Es trägt den Titel Große Talkshow. Also mich hat diese Arbeit zu diesem Thema auf den ersten Blick etwas irritiert. Auf den zweiten Blick hat sie mich ein bisschen provoziert. Auf den dritten Blick hat sie mich sehr zum Nachdenken angeregt. Die Teilnehmer dieser Talkshow, dieser öffentlichen Gesprächsrunde, sind von Wolfgang Weber mit feinen Linien und Schraffuren gezeichnet. Aber er reduziert sie auf das Skeletthafte. Das heißt, das Geistreiche, das Geistvolle, das Gefühlvolle, das fehlt diesen Figuren. Diese Figuren haben bestimmt eine Wirbelsäule, ein Rückgrat, eine Haltung, die fehlt ihnen. Für mich ist diese Arbeit eine sarkastische Fundamentalkritik an einer ausufernden Seite unserer Fernsehwirklichkeit. Ich meine die inszenierten Begegnungen von Menschen zu einer öffentlichen Gesprächsrunde, wo dann vorurteilsarmes Zuhören und verstehenswilliges Miteinanderreden vernachlässigt werden kann, aber unbegründetes Anklagen und unbewiesenes Verurteilen erlaubt sind, wo die Lautstärke wichtiger ist als das Argument, wo man die Würde der Gesprächsteilnehmer verletzen darf, wo die Einschaltquote zählt. Ich habe den Eindruck, dass diese Art von Talkshow zunimmt und manchmal auch die Funktion hat, die früher die Inquisition hatte. Mich jedenfalls bestärkt diese Arbeit von Wolfgang Weber darin, dass es wichtig, richtig notwendig ist, dass wir hier bei uns im Ost-West-Forum Gut Göderitz eine Gesprächskultur dieses vorurteilfreien Zuhörens und dieser großen Verstehensbereitschaft praktizieren, weiterhin praktizieren. Als zweites Beispiel nehme ich diese kleine Arbeit hier links. Leblos im Gold heißt sie, Leblos im Gold. Mir gefällt sie sehr, sie ist für mich von besonderen malerischen und grafischen Reiz. Ich sehe einen Sessel, der erinnert mich irgendwie an den Karlsthron im Aachener Dom, also ein Machtsymbol. Und darauf, darin klein, schematisch reduziert, auf Skeletthafte reduziert eine menschliche Figur. Was macht diese Arbeit für mich sichtbar? Es ist in meinen Augen das Grundproblem der Werte unserer Gesellschaft. Das Grunddefizit, ich meine die zunehmende Reduzierung der Werte auf Gold, Geld, Besitz, auf Macht, auf Äußeres, auf Glamour. Auch in dem Punkt teile ich die kritische Sicht von Wolfgang Weber. Und ich bin sehr froh, dass wir im Ost-West-Forum Gut Göderitz der Frage der wichtigen, richtigen, notwendigen Werte unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert einräumen. Ob das in den monatlichen öffentlichen Veranstaltungen ist oder in der eigenen Werteakademie. Und ich bin im Hauptteil der heutigen Veranstaltung sehr neugierig, welchen Stellenwert der Wert Europa, die Idee Europa in unserer verinnerlichten Werte
Hierarchie hat, haben sollte, in unserer öffentlichen und in unserer privaten. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, kommen wir zum anderen Teil unserer Ausstellung, kommen wir vom Vater zur Tochter. Elena Bogdjeva ist 1966 in Berlin geboren. Sie hat Grafik- und Schriftmalerin gelernt, hat anschließend an der Fachschule für Werbung und Gestaltung studiert in der Fachrichtung Typografie. Und dann hat sie sich zur Computerfachfrau ausbilden lassen. Sie arbeitet als Angestellte und betreibt ihre künstlerische Arbeit gewissermaßen nebenbei, aber mit Talent, mit Leidenschaft, mit professioneller Sachkenntnis, mit Erfolg. Nach der Ausstellung Blick und Gegenblick von 2011 ist das ihre zweite Ausstellung gemeinsam mit ihrem Vater. Die Bilder, die uns Elena Bogdjeva zeigt, ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das liegt an dem großen Reichtum an Formen und an Farben und an dem Reichtum an Kontrasten. Die Arbeiten wirken wie fotografierte Gemälde, wie eine Mischung aus Fotografie und Malerei. Und das sind sie ja im Prinzip auch. Die Künstlerin formuliert über ihre Arbeitsweise so: Grundlage sind Motive, die ausschließlich von mir fotografiert wurden. Die weitere Bearbeitung findet später am Computer statt, indem ich zwei Fotografien miteinander be- und verarbeite. Durch formale und farbliche Veränderungen entsteht eine immer neue Bildästhetik. Die so entstehenden Bilder sind eine Metamorphose einer durch meine Augen gesehenen Realität bis hin zur absichtsvollen Anreicherung, Vermehrung und Vertiefung der Bildbedeutungen. Jetzt werden manche unserer Stammbesucher sich erinnern an die Ausstellung mit Thomas Wendt. Thomas Wendt, der Künstler von Beruf Architekt, hat auch eigene Fotografien am Computer bearbeitet und so neue Bilder geschaffen. Aber bei Thomas Wendt blieb die ursprüngliche Bildidee, der Bildgegenstand, immer erkennbar, immer erhalten. Im Café nebenan hängt eine seiner Arbeiten, da kann man das überprüfen. Elena Bogdjeva verzichtet bewusst auf solche Eindeutigkeiten. Abstraktion und Reduktion sind in ihren Arbeiten umfangreicher. Sie fotografiert gegenständlich, ein Stück gegenständliche Wirklichkeit und formt daraus am Computer abstrakte Bilder. Das bedeutet, sie macht einen großen Freiraum auf für unsere Fantasie, für unsere Vorstellungskraft. Wir können dazu unsere eigenen Bilder entstehen lassen und vor allen Dingen unsere eigenen Deutungen entstehen lassen. Lassen Sie mich diese Betrachtungsweise, die Elena Bogdjeva ermöglicht und auch ein bisschen provoziert, an zwei Beispielen auch versuchen. Ich nehme als erstes diese Arbeit hinter mir, muss ein bisschen zur Seite gehen. Titel Eiszeit. Eiszeit. Ich finde sie malerisch und grafisch sehr schön, das ist ein regelrechter Hingucker für mich. Großformatige Eisschollen schieben sich von allen Seiten um eine verletzlich wirkende, kleine, stark reduzierte menschliche Figur zusammen. Dieses Bild löst bei mir Ängste, Beklemmung aus. Es ruft ein Gedanken-Gefühlsgemisch wach, das dreht sich um solche Themenfelder wie Klimaveränderung, Zukunftsgefährdung, ökologische Verantwortung. Aber sehr schnell denke ich bei diesem Bild auch an Eiszeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen, an soziale Kälte. Und da kommen einem natürlich auch unwillkürlich Fragen an das eigene Alltagsverhalten. Als zweites Beispiel, links vorn in der Mitte ein Bild, Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, das ist dieser gefräßige Dinosaurier, fleischfressende Dinosaurier. Manchmal ein bisschen beängstigende Figur. Für dieses Bild ist bei mir sofort klar, mich schaut ein großes Auge an. Den Blick empfinde ich als kalt und gefühllos. Und dieses beängstigende Moment habe ich dabei sofort. Vielleicht liegt es auch an den Enthüllungen der letzten Zeit, dass sich mir irgendwie zwangsläufig das Kürzel NSE aufdrängt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, lautet ein altes deutsches Sprichwort. Ich glaube, es trifft auf unsere beiden Künstler zu. Wolfgang Weber und Elena Bogdjeva verbindet nicht nur Vater- und Tochterbeziehungen und verbindet nicht nur ihre große künstlerische Kreativität, auch ihr Engagement für Erhaltung, für Schutz der Grundlagen menschlichen Lebens, der Grundwerte unserer Gesellschaft verbindet sie.
Ihre Bilder passen gut zueinander, Ihre Ausstellungsteile passen gut zueinander und Ihre Arbeiten passen gut zu uns, das Ost-West-Forum Gut Göteris. Nehmen wir Ihre künstlerisch formulierten Zeitgedanken an, tun wir unsere Zeitgedanken dazu, schärfen wir mit Hilfe von Kunst unsere Ansichten über unsere Zeit, unsere Gesellschaft, über unser Leben. Ich wünsche unserer 28. Kunstausstellung viele nachdenkliche, interessierte Betrachter. Ende des kleinen Vorprogramms. Ich übergebe zum Hauptteil an unseren Vorstandsvorsitzenden. Vielen Dank. Applaus